Oh mein Gott. Was Goldenes. Oh mein Gott! Hey ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Für die alte TO-Garde, die das alte TO vermisst, habe ich heute extra mal Donner Legacy ausgepackt und Hunter Legacy. Außerdem heute mit der Drohne Krise am Start und natürlich einer männlichen Farbe. Saku zu dem Ra ist es nicht. Aber es sind hier wenigstens Blüten zu sehen. Wunderbar. Bevor wir in ein Match reingehen, ich möchte ganz kurz auf meine Container hinweisen. Ich habe 81 Ultra-Container, die habe ich mir hart erschnort. Und aus diesem Grund, ich habe sie mir schon erspielt. Keine Sorge. Aber aus diesem Grund öffne ich die jetzt einfach mal. Und ich hoffe, dass da irgendwas Hübsches mit dabei ist. Kristalle nehme ich auch immer sehr gerne. Ich brauche natürlich jetzt auch, das war aber schmackhaft. Also so viel schön Power, was die Versorgungsgegenstände angeht, so muss das sein. Ich meine, ihr habt es bestimmt genau das gleiche wie ich, was heißt Problem? Das wird ein Problem, wenn du dann gar keine mehr hast, aber ihr habt sicherlich so diesen einen Versorgungsgegenstand, der einfach, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt aufregen soll oder nicht. Ich habe keine Ahnung, was dieses Ding macht. Aber ich reg mich jetzt erstmal nicht auf. Ich hab wirklich null Ahnung, ob das jetzt hier gut oder schlecht ist. Aber ihr habt sicherlich auch diesen einen Versorgungsgegenstand, der einfach komplett am Eskalieren ist. Gut, bei mir habe ich zwei. Einmal Schutz und einmal Beschleunigung mit jeweils über 100.000. Aber ihr könnt sehen, was hier den etwas erhöhten Schaden angeht. 47.000. Oh, da dümpelt es nach unten, ne? Da dümpelt es nach unten. Okay. Was? Was habe ich denn jetzt eigentlich bekommen? Was ist das denn, was ich bekommen habe? Wozu gehört das? Was habe ich denn erhalten? Habe ich irgendwas für einen Untersatz erhalten? Hier. Was macht das? Beschleunigt die Overdrive-Ladung in einer Schlacht. Okay. Jetzt rege ich mich auf. Alles gut. So, schauen wir mal, was in diesen Containern drin ist. Gut, also immerhin ein exotisches Item bekommen. Es hätte auch was anderes sein können. Ich hätte mich jetzt nicht darüber beschwert. Mammut. Ja, okay. Hätte auch besser sein können. Will ich ehrlich sein. Es hätte auch anders ausgehen können. Aber gut, ein exotisches Item. Jetzt kann ich hier wieder Clickbait machen oder sowas. Na gut. So, schauen wir mal, was hier noch so drin ist. All you need is love. Was Goldenes. Oh, irgendwas, was ich nicht brauche? Ich werde mich nicht aufregen. Nein. Ich gucke sie mir trotzdem an, aber ich werde mich gleich aufregen. Okay. Oh mein Gott! Nee, ich werde mich nicht aufregen. Nein. Nee, okay, also hey, immerhin ein weiterer Hunter-Skin. Beschweren kann ich mich da eher weniger. Also, ja. Ist okay. Also ich habe jetzt hier weitere Hunter-Skins. Cool. Hunter-Skin Ultra, ne? Ja. Ist okay. Ich hätte sehr gerne diese Steampunk-Dinger. Die sehen schon aus. Aber okay, heute mal nicht. Gut. Ist in Ordnung. So, die Girlande. Wo ist das denn? Da ist ja The Girlande. Alter, ist das hässlich. Oh weia. Ey, das ist so hässlich, das muss ich nehmen. Guckt euch mal dieses Monstrum an. Was ist das bitte? Oh mein Gott, das wird die Gegner in Angst und Schrecken versetzen. Oh, ey, ich trau mich gar nicht hinzusehen.
So, ich bin Belagerung. Oh mein Gott. Ey, ich sehe aus. Oh. Ja, jeder Schönheitswettbewerb, der gehört mir. Okay, im nächsten Video spielen wir wieder mit Saku zu dem Ra, nicht? Aber heute. Oh, das tut weh. Okay, gut, ich muss trotzdem durch. Also, wahrscheinlich auf den anderen Skins würde das gar nicht so schlimm aussehen. Aber ich finde die Legacy-Skins mit diesem Olivgrün. Und dann noch diese HD-Girlande. Da kann ich mein Mikrofon küssen. So, ASMR. Alright. Gut, wir sind drin. Belagerung, noch 10 Minuten 20 zu spielen. So muss das... Okay, bleib ruhig. So, wo sind die Gegner hier? Hä? Ah, 400. So muss das... Ach. Ja, ist okay, Mann. Ist okay, ich hab's verstanden. 1800 für dich, mein Freund. 3000. Jawohl, immerhin. Ich habe mir heute Krise mit reingenommen. Ich werde wahrscheinlich wieder komplett versagen, was diese Drohne angeht, weil es einfach nicht so... Ich bin's einfach nicht gewohnt, immer nur einen Versorgungsgegenstand zu haben. Ja, und eben halt... Ich kann das nicht. So, ich versuche trotzdem aber mein Bestes. Ja, okay. Ich versuche dennoch mein Bestes und... ja, ich muss natürlich auch die Gegner treffen. Also das wäre schon optimal. Ich versuche mein Bestes. So, ich wollte aber trotzdem hier Krise reinnehmen. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ich wollte hier dennoch Krise mit reinnehmen. Weil ich mir dachte, naja, wenn ich hier... okay, komm her. Komm her, Mann. Okay, gut, du bist hergekommen. wenn ich diese Variation ja für Donner habe, die mehr Schaden macht, wenn du die Umgebung triffst und nicht den Gegner... dann lohnt es sich mit dieser Drohne ja wahrscheinlich umso mehr. Jetzt einfach so mal meine Vermutung, die ich in den Raum gestellt habe. Und daher einfach mal, jo, das Ganze ausprobieren. Schauen, wie der Schaden halt eben scheppert oder auch nicht. Ich meine mal, die Donner-Variation selber, die macht schon auch guten Schaden, gar keine Frage. Also ich glaube, das Krasseste, was ich gesehen habe... Das müssen so 6000 oder so gewesen sein, die ich da... Ich weiß es nicht mehr, aber das war irgendeine unnormale Summe. Ja, also wirklich, das ging auf keine Kuhhaut mehr. Das war irgendwas jenseits von Gut und Böse, ja. Ich glaube, irgendwo so in diesem 6000er Bereich. Ich weiß nicht, was da schief ging, aber jedenfalls, das wurde halt... Ich meine, mich zu erinnern, dass es so war. Okay, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, ich kriege natürlich hier jetzt wieder ordentlich auf die Schnauze. Aber ich bin Dritter. Gut, also muss man auch mal dazu sagen. Es ist natürlich klar, du kannst entweder eine gute Position haben oder gewinnen. Also such es dir aus. Und in diesem Fall also hier mal die gute Position statt den Sieg. Ja, kann man so stehen lassen. Das wird auch hier erstmal weiterhin wohl so bleiben. Ich habe immerhin 4 Kills gemacht, aber jetzt kriege ich nur noch Tode rein. So, immerhin nur 1800, nochmal 1800 für den Herren da hinten. Vielleicht kann ich ja dem hier noch ein bisschen was entgegensetzen. Guck mal, ich versuche es ja wenigstens halt hier schon so zu machen, ne, wie die eigentlich gedacht ist, die Variation. Also, die Variation, sorry. Die Drohne natürlich, meinte ich. 2200 für den Herren da hinten. So. Maybe. Okay, gut. Das war jetzt nicht so viel Schaden, den ich erwartet habe. Ja, okay, da habe ich mich selber mitgenommen, aber immerhin den auch nochmal eins auf die Mütze gegeben. So, wunderbar. Weiter geht's. Es läuft doch hier. Es läuft doch. Naja, mehr oder weniger. Ich gebe noch immer mein Bestes. So, kommt. Traut euch. Kommt. Also, die kommen hier schon alle, ja. Aber stehen die so weit weg? Ja, gut, das ist... das sieht von da nicht so weit weg aus. Aber die sind wohl doch etwas weiter entfernt von der Wand. Na gut. Nochmal Glück gehabt. So. Njuuu.
Was für Tempolimit, Junge. Jetzt weiß ich warum. Gut. Oh, jetzt wird wieder in die Hände gescheppert. So, Moment. Wunderbar. Moment. Okay, wunderbar. Aber wir sollten trotzdem hier mal langsam an den Punkt gehen, ne? Also nur mal so als kleine Randinformation, weil Punkte und so wäre schon ganz cool. Aber ich kann natürlich hier auf diese Wand schießen. Ja, jetzt kommen sie hier an. Ich habe leider nichts, was ich dem entgegensetzen könnte. Leider. Ich kann halt höchstens hier mal meinen Schutz ein bisschen höher fahren. Aber das hat sich dann auch schon erledigt. Mehr kann ich dem hier nicht entgegensetzen. So, muss ich auch nicht, denn hier habe ich ein wunderschönes Team, welches, ja, man ist okay, Alter, ich hab's ver... So, hab's verstanden. Okay, gut, ich war wenigstens hier weiterhin am Punkt beteiligt, ne? Ich weiß nicht, ob ich dafür EP kriege, aber ich bin trotzdem ein wertvolles Mitglied dieses Teams. So, dann lasst uns mal... Oh, jetzt haben sie hier schon wieder alles. Jetzt haben sie hier schon wieder alles, was sie haben wollten. So, zack. Aber ich habe auch alles, was ich haben wollte. Also es ist schon nicht ohne, der Schaden. Ich hätte ihn mir jetzt trotzdem ein bisschen gewaltiger vorgestellt. Ich schieb's jetzt einfach mal auf die Map, okay? Ich hätte mir aber wirklich gewaltigere Zahlen erhofft. Ich hätte da wirklich gedacht, da schepper ich jetzt hier mal wirklich hier die 5000er-Marke bei jedem Schutz. Nee, okay, nicht bei jedem. Aber so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Das wär's halt. So, ich gehe mal ganz kurz hier ein bisschen zur Seite, damit ich hier nicht komplett im Fadenkreuz bin. Ich kann mich ja trotzdem... Oh, seht ihr, genau sowas meine ich. Genau sowas wollte ich doch sehen hier. Zack, einfach mal ordentlich fast die 3000er hier erreicht. Sehr schön. Und jetzt halt doch ein bisschen mehr, ne? Genau so. Und wir haben sogar einen Punkt erobert. Ich bin stolz auf dieses Team. Wirklich. Ich könnte euch alle küssen, aber ich mache es nicht. So. Ich bin auch Erster. Nice. Wir sind trotzdem noch immer am Verlieren, aber hey, ich habe eine gute Position. Ich habe zwar noch eine Mission. Hey, hallo, du musst mal ins Gewinnerteam, aber ihr wisst ja, wie es ist. So. Das sollte man jetzt einfach so hinnehmen. Es gibt auch mal unmögliche Aufgaben. Ja, das ist halt einfach so. Nice, sehr schönes Ding, Jungs. Wir haben natürlich noch immer Zeit, ja. Aber ich denke mal, das sieht halt hier alles nicht so gut aus. Ja, ist okay. Ich wollte eigentlich nicht drauf gehen. Aber gut, mit diesem Team, das schubst dich einfach in den Tod. Das sagt sich, nein. Okay, gut. Gut. Na gut. So, dann versuchen wir es trotzdem mal mit dem Punkt da unten. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen zweiten hin. Na, es wird nicht einfach, aber hey, vielleicht kriegen wir es ja hin. So. Lass mich dann mal hier ganz kurz fahren. Na, sehr schön. Na, ich war doch hier gerade noch am Punkt dran. Was? Das hasse ich. Ich hatte jetzt schon so die... Ach, das hätten meine Punkte sein können. Ich hatte jetzt schon... Ja, guten Tag. Jetzt so die ein oder andere Situation. Eieieiei. Du schießt und schießt und da steht halt einfach so ein kaputter Panzer vor dir und nichts passiert, ja. Nichts passiert. Weil... Ja, was soll da passieren? Was soll da denn schon großartig passieren? Kriegt er Schaden? Er kriegt Schaden. Kriegt er noch immer Schaden? Nee, er kriegt keinen Schaden, aber ich krieg Schaden. Ich habe schon die Hälfte weg. Und dabei war ich gar nicht in der Nähe. Oh. Gut. Er hab's versucht. Ich wäre zufrieden, wenn ich aus der Top 3 ausscheiden würde. So wie ich hier fahre und so wie ich hier spiele, habe ich es einfach nicht verdient. Aber wenn wir hier wirklich noch einen Unentschieden reißen könnten, das wäre ja wirklich traumhaft. Also... Ich meine mal, es bringt mir noch immer nichts, weil kein Sieg, aber... Ach komm. Als ob. Aber für die Gegner wäre es auch kein Sieg. Und das würde ich auch bevorzugen. Aber wenn ich schon nicht gewinnen darf, dann darf keiner gewinnen. So, Jungs. Eine Minute haben wir noch. Wir werden höchstwahrscheinlich...
nicht mehr hier gewinnen können. Aber, ja. Aber wir könnten... Jawoll! Sehr, sehr schön. Irgendwo steht einer. Gut. Die Zeit rennt uns davon, aber wir können halt, wenn wir wirklich jetzt hier an dem Punkt bleiben könnten. Ja gut, das hat sich dann damit auch erledigt. Ist okay. Schade. Das war's dann. Das war's dann leider. Wir müssen uns wahrscheinlich geschlagen geben. Also jetzt müssen wir hier wirklich an dem Punkt dranbleiben mit dem ganzen Team. Ne? Dann könnten wir den vielleicht noch erobern. Aber ansonsten... wird die Zeit halt einfach nicht ausreichen. Wenn die den jetzt halt hier gleich wieder uns irgendwie streitig machen. Ja, zum Beispiel indem man da einfach das ist doch... Ich habe schon versucht, an dem Typen da vorbeizuzielen, aber nein, natürlich nicht, so, aber immerhin, ich habe es doch bestimmt noch geschafft, genau, ich war noch in der Top 3 drin, das muss man hier mal auch lobend erwähnen, wenigstens etwas, 2 Aufgaben habe ich damit auch hinbekommen. Aber wie gesagt, hier ganz unten, ich muss einmal gewinnen. Ich weiß, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, was manchmal hier TO angeht. Aber was soll man machen? So, ich habe ja noch einen Versuch. Noch einen Versuch, den gebe ich mir in diesem Video. Lasst uns mal nochmal rein in Belagerung und dann noch einmal komplett alles ausrasten und eskalieren. Eine sogenannte Eskalation oder Esrasten. Na, mal schauen. Eskalation ist besser. Und tschüss. Ja, wenn es etwas gibt, was ich nicht will, dann Berlin. So, weiter. Nochmal. Ich mache auch was anderes. Aber ich dachte mir, Belagerung ist bestimmt ein bisschen spaßig. Ich habe ja in der letzten Zeit eher Control Points gespielt. Da kann man auch mal Belagerung machen. Ich könnte natürlich auch Capture the Flag nehmen. Gut, okay, dann nehmen wir halt Capture the Flag. So, ist in Ordnung. Berlin bei Nacht. Alter, wer will sich denn sowas antun? Du meine Güte. Schlimm. So, dann versuchen wir es mal bei Capture the Flag. Eventuell wird das ja noch viel, viel schlimmer. Highway oder sowas. Dann höre ich aber für heute komplett auf. Dann ist komplett vorbei. Dann wird alles gelöscht auf meinem Kanal. Ja, wenn es jetzt Highway wird. So, okay, nein, es wird natürlich nicht Highway. Es ist der rote Alarm, der ausgelöst wurde. Perfekt, das heißt also, die nächste Niederlage kommt hier ins Haus rein. Sehr schön, so wollte ich das eigentlich auch immer haben. Immer. Es ist, mittlerweile ist das halt wirklich zur Normalität geworden, hier als sogenannter Donnerspieler rumzucruisen und einfach überall Leute mit Donnerschutz zu sehen, ne? Wir haben hier 3 Donnerschutz Gegner von 6, ja? Eine Ausrüstungsquote von 50%, sage ich nur. Das ist, bisschen schade. Bisschen schade. Donner ist halt, ist eine gute Waffe. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ein Panzerli. Okay. So, der Panzerli. Oh, kein Schaden gemacht, der Panzerli. Tja, ich mache aber auch irgendwie gar keinen Schaden. Liegt daran, dass ich hier nichts ausgerüstet habe. Für meine Wenigkeit. So, Maximum Damage hier. Jetzt gib mir mal ein bisschen mehr Damage. So, Kollege, wie sieht's denn aus? Ey, ich mache nur 600. Nur gottverdammte 600? Ah, die 400! Die haben es ausgemacht, aber leider ist die Flagge durch. Tja. Hat schon mal gut angefangen. So. Ja, ich weiß nicht. Soll ich hier noch drin bleiben? Es ist eigentlich schon jetzt verloren. Ist zwar nicht so schlimm wie Berlin, aber es ist trotzdem verloren. Weiß nicht, was ich davon halten soll. So, 3 Leute haben Schutz gegen mich. Ich würde aber trotzdem gerne bei Donner bleiben. Ich habe mich jetzt in der letzten Zeit an Donner gewöhnt. An Döner habe ich mich nicht gewöhnt, aber an Donner. Und ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Deswegen, es hat sich so in meinem Kopf angehört wie Döner. Das könnt ihr ja sowieso nachschauen. Aber ja, ich finde die Variation halt einfach cool, die ich halt hier am Start habe.
Ich finde, die scheppert gut rein. Ja, 600. Ach, da bist du ja. Oh, 1600. Genau das ist es halt. Also das finde ich halt so schön an der Variation. Ich hätte natürlich auch mal hier irgendwas an Schaden mit reinnehmen können. So, zack, 2000. Genau so. 2100. Ne, sowas. Sowas will ich hier jeden Tag sehen. So, wenn da aber natürlich Leute sind, die Schutz haben, ja, es ist nicht so geil, aber gut. So, was soll's. Man kann ja nicht alles haben. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Jawohl. So, gut. Jetzt lasst uns mal ganz kurz hier den Overdrive klauen. Hallo? Was war denn das gerade? Okay, gut. Damit bin ich gerade selten dämlich. Ich drücke hier schon auf den Overdrive und nichts passiert. Gut, ich habe den aber. Sehr, sehr schön. Oh. Ja. Ich glaube, das Ding ist trotzdem... ist verloren. Leider. Okay. Ah, gut. Ich gebe trotzdem noch immer mein Bestes hier. Ja, ich gebe mein Bestes, habe auch weiterhin hier eine schöne, gute Position, aber... Es bringt natürlich nichts. Ja, da habe ich leider die falsche Wand getroffen. Dieser Schaden. Ja, wie sieht's denn eigentlich aus? Ich habe gar nicht auf den Gearscore geschaut hier im Team. Ja, eigentlich solide auf unserer Seite, aber... Naja. In diesem Fall muss das wohl nichts heißen, ne? In diesem Fall ist das alles schnurzpiep egal. So. Sehr, sehr schön. Ja, gut. Ist okay. Ich mache natürlich auch an meiner Wenigkeit auch mehr Schaden. Hm, ja, nicht so geil. Aber immerhin die Flagge. Die Flagge konnte ich zurückholen. Ich kann es natürlich auch mal mit Hopper probieren. Nicht unbedingt mit Hopper Donner. Ne, aber... Jo, aber halt einfach so. Sehr, sehr schön. Ey, mehr kann ich auch nicht machen, ne? Also, das Ding muss jetzt durch. So, sehr gut. Sehr schönes Teil. Sehr, sehr schön. Freut mich. Haben wir gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Ich weiß nicht, wie viel ich dazu beigetragen habe, aber... Oh! Es schmeckt heute sehr lecker. Ja, der Schaden. Ich kann diese Variation echt nur empfehlen. Es macht wirklich Spaß, mit Donner zu spielen. Steigerst dich auch so wirklich darauf, also, dass du halt wirklich versuchst, hier irgendwie, wenn sich die Situation ergibt, auch mal Wände zu treffen und so. Also, ja, es macht schon Spaß, damit zu spielen. Klar, natürlich, wenn du jetzt, manchmal gibt es halt so Situationen, da sagst du dir so, Mensch, den hätte ich doch eigentlich treffen müssen. Aber da sagt halt einfach die Tanky-Physik, nein, da hast du ihn nicht getroffen, weil der halt irgendwie so ganz, ganz ungünstig steht. So, dass er halt dann doch keinen Schaden abbekommt, obwohl er halt da irgendwie so in der Nähe der Mauer war. Naja, das ist halt so. Muss man... Ja, oh, 300. 300, was ist denn das? Muss man halt so hinnehmen. Aber... Seit wann? Wie haben wir... haben wir irgendwelche Bonusflaggen bekommen? Seit wann stehen wir bei 3 Flaggen? Was ist denn los? Da quassel ich hier einfach so ein bisschen rum und auf einmal führen wir, oder was? Na gut. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber ich beschwere mich jetzt auch nicht. So, oh. Sehr schön, zack. Flagge ist zu Hause. Nur nach Hause. Ja, okay. Gut. Wenn wir das Ding hier wirklich noch reißen sollten, dann freue ich mich. Dann habe ich diese andere tägliche Aufgabe auch noch erreichen können. Sehr, sehr schön. Erreichen können, erledigen können. Ich finde es aber auch schön, wenn ich die erreichen kann. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja. Sieht gut aus. Also 6 Minuten ist nochmal eine sehr, sehr lange Zeit. Da kann noch einiges schief gehen. Aber hoffen wir mal, dass das nicht der Fall sein wird. Na, schade. Ich hätte ja wenigstens gedacht, der andere kriegt auch nochmal ein bisschen was dahinter. Aber nee. Heute mal nicht. Nee, aber ansonsten sieht es sehr gut aus. Wir haben hier... Ja, eine solide Führung ausgebaut, wie auch immer das möglich ist. Aber es ist so. Oje, okay.
Ja, 1000 nochmal für den Herren. Ja, das war wohl ein bisschen zu weit. Das war ein bisschen zu weit entfernt, muss ich zugeben. Aber ich habe ihm gut Schaden gegeben. Ja, wie gesagt, also das ist natürlich cool. Das Schöne ist ja, wenn die Gegner versuchen, sich irgendwie zu verstecken, weil sie sich halt sagen, so, naja, dann trifft er mich ja wenigstens nicht direkt. Das ist halt der Fehler. Ja, das ist halt ein guter Fehler, den sie da begehen. Für einen selber. Weil du einfach so viel Schaden rausdrücken kannst. Und der ist halt schon, wenn die natürlich gut Schutz haben, wie zum Beispiel halt der Kollege hier, ne, dann fällt das nicht so sehr auf. Ja, aber wenn du halt hier irgendeinen hast, der gar keinen Schutz hat gegen dich, du, da schepperst du den Schaden aber raus, ne? Der weiß nicht, wo vorne und hinten ist. So, genauso wie ich nicht weiß, wo vorne und hinten ist, weil ich krieg hier schon wieder gut eins reingewirkt. Aber ich kann die Flagge erobern! Well played. Ich hätte noch meinen Overdrive aktivieren können, merke ich gerade. Na gut, was soll's. Aber es war eine schöne, schöne Runde. Hier nochmal ein Abschluss. Sehr, sehr schön. Ich war einfach zu pessimistisch. Okay, muss ich zugeben. Aber hey, immerhin einiges erreicht. Gut, wenn TO nicht mehr laden will, dann höre ich heute auch auf. Es sind auch hier schon fast 30 Minuten. Fast, da fehlen noch ein paar, aber trotzdem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht das gut oder besser. Rinjaun ist ja klar. Ja, es war auch eine gute Ausbeute aus den Containern, wenn man es mal so sagen möchte. Okay. Es hätte auch besser sein können. Okay, trotzdem. Macht das gut oder besser. Rinjaun ist ja klar. Danke fürs Zusehen. Haut rein.